Hey, willkommen zu einem neuen Video. Die Zukunft der Transportwelt sieht vielversprechend aus. Jedes Jahr versuchen die Menschen, sie auf eine neue Höhe zu heben. Im Laufe der Jahre sind viele Fahrzeuge gebaut worden, die seltsam aussehen. Aber es wird dich überraschen, dass einige davon auch sehr praktisch sind. Du bist neu auf diesem Kanal? Dann vergiss nicht, uns zu abonnieren und aktiviere die Benachrichtigungsglocke. Bevor wir anfangen, gib einen Daumen hoch. Nummer 10. BMW arbeitete 2001 an einem Sportwagenkonzept, das die Welt noch nie zuvor gesehen hatte. Im Jahr 2008 wurde der revolutionäre BMW Gina Light zum ersten Mal auf einer Messe gezeigt und laut BMW könnte dies die Zukunft der Automobilindustrie sein. Das Auto ist komplett mit einer Art Aluminium verkleidet und hält somit das Gewicht des Autos sehr gering. Das elastische, durchsichtige und wasserabweisende Elastan ist elastisch, haltbar und das Material beschädigt nicht, wenn man die Tür öffnet. Sogar die Frontklappe öffnet und schließt sich auf eine besondere Art und Weise und die Scheinwerfer scheinen problemlos durch das Material hindurch. Außerdem kann der Fahrer die Form der Sitze nach Belieben verändern. Soweit ich feststellen konnte, kam dieses Modell nie heraus, aber ich denke, es besteht eine gute Chance, dass wir dieser Technologie in neueren BMW-Modellen definitiv begegnen werden. Nummer 9. Das Flatmobil ist ein Fahrzeug, das 2007 von dem 46-jährigen Perry Watkins gebaut wurde und hat einen Weltrekord für das niedrigste Auto der Welt. Zuerst mag man denken, dass so ein einzigartiges Auto viel Geld wert ist. Aber es wurde am 3. Dezember 2012 in England für rund $15.000 versteigert. Das Auto ist nur 48 cm hoch und es hat ein starkes Düsentriebwerk, welches dem Auto erlaubt, 160 km pro Stunde zu fahren. Obwohl das ziemlich schnell ist, sagt der Mann, dass man sich vor Geschwindigkeitsschwellen in Acht nehmen muss. Perry erzählt auch, dass er oft angestarrt wurde, wenn er mit dem Auto auf der Straße unterwegs war. Leider konnte ich nicht herausfinden, wer das Flatmobil gekauft hat, aber es wird höchstwahrscheinlich eine Person mit einer großen Autosammlung gewesen sein. Ich denke, es besteht auch eine gute Chance, dass dieses Fahrzeug in Zukunft im Wert steigen wird. Nummer 8. Der Etto ist ein revolutionärer Mobilitätsroller, der in Sekundenschnelle zusammengeklappt und dann als Trolley benutzt werden kann. Wenn du zum Beispiel mit dem Flugzeug in ein anderes Land fliegst und ein schlimmes Bein hast oder wenn du Hilfe bei der Mobilität brauchst, dann ist das eine tolle Lösung. Das Fahrzeug hat eine Höchstgeschwindigkeit von 6 km pro Stunde und es funktioniert mit einer Universalbatterie, die 20 km hält, bevor sie wieder aufgeladen werden muss. Ziemlich praktisch, wenn man für eine Tasse Kaffee in die Stadt fahren möchte. Es ist ganz besonders zu sehen, wie der Roller in einen Koffer verwandelt werden kann, den man überall hin mitnehmen kann. Außerdem hat er eine verstellbare Sitzhöhe und man kann ihn sogar rückwärts fahren. Bei meinen Nachforschungen habe ich herausgefunden, dass man das Fahrzeug auch im Internet kaufen kann. Der Preis liegt zwar zwischen 3000 und 3500 US-Dollar, aber vielleicht ist es das wert. Nummer 7. Ist es ein Vogel? Ist es ein Hai? Nein, es ist der Sea Preacher. Ein Halb-U-Boot und persönliches Wasserfahrzeug in einem, das wie ein Delfin aussieht und sogar die Fähigkeit hat, aus dem Wasser zu springen. Wenn du also jemand bist, der das Wasser liebt und eine gut gefüllte Brieftasche hast, dann ist der Sea Preacher wirklich was für dich. Die Kosten pro Schiff liegen zwischen 100.000 und 150.000 US-Dollar. Aber wenn du siehst, was dieses Ding alles kann, hast du es schnell gekauft. Es wurde von den Ingenieuren Rob Innes und Dan Piazza entworfen und im Laufe der Jahre haben sie mehrere Modelle herausgebracht. Du kannst zum Beispiel zwischen einem Wal, einer Raumfähre und sogar einem Modell wählen, das wie ein Hai aussieht. Auf dem Wasser kann der Sea Preacher 90 km pro Stunde fahren, während er unter Wasser bis zu 40 km pro Stunde erreichen kann. Das Coolste am Sea Breaker ist, dass wenn du ins Wasser tauchst, du wie ein Delfin wieder herausspringen kannst. Nummer 6. Wenn du schon mal in einer Limousine gesessen hast und das eine einzigartige Erfahrung war, dann willst du auf jeden Fall den Limojet ausprobieren. Diese halbe Limousine, halb Privatjet, wurde 2006 von Dan Harris und Frank DiAngelo gebaut und sie haben über 40 Stunden gebraucht, um es möglich zu machen. Das Fahrzeug ist fast 13 Meter lang und wiegt unglaubliche 5500 Kilogramm. Das Beste von allem ist, dass man das Ding einfach auf der Straße fahren kann und ich habe noch nicht einmal das Interieur erwähnt. Wie du sehen kannst, ist es gebaut, um darin zu feiern und könnte insgesamt 17 bis 18 Personen fassen.
Der Bereich, in dem sich die Steuerung befindet, auch Cockpit genannt, ist mit 4 Kamerabildschirmen, einem Mikrofon zur Kommunikation und einem automatischen Dach, das sich öffnen lässt, ausgestattet. Die Limojets werden mindestens 5 Millionen Dollar kosten und wahrscheinlich dieses Jahr irgendwo versteigert werden. Leider kann er nicht fliegen, aber seien wir ehrlich, dieser rote Limousinenjet ist atemberaubend genug. Nummer 5. 1999 wollte eine kalifornische Firma das schnellste Amphibienfahrzeug der Welt bauen. Etwa 10 Jahre später, im Jahr 2010, traten sie mit der Watercar Python offiziell in das Guinness-Buch der Rekorde ein und brachen den Geschwindigkeitsrekord. Wie cool ist es, ein Auto und ein Boot in einem zu haben? Die Höchstgeschwindigkeit dieses Fahrzeugs liegt bei unglaublichen 100 Stundenkilometern auf dem Wasser. Das Wasserauto ist ziemlich teuer. Für mindestens 200.000 US-Dollar kannst du dieses Fahrzeug kaufen, aber es wird garantiert eine Menge Spaß machen. Du kannst das Ding auch legal auf der Straße fahren, aber denk daran, dass das Wasserauto kein Dach hat, also wenn du ins Wasser gehst, zieh dir unbedingt Kleidung an, die nass werden kann. Tatsächlich ist das Wasserauto so beliebt, dass mehrere Prominente es gekauft haben und sogar der Prinz von Dubai hat sich entschlossen, es zu kaufen. Nummer 4. Laut der Firma Inventist, die die Orbit Wheels hergestellt hat, ist dies die Zukunft des Skateboardfahrens. Es sind 2 kreisrunde Skates mit einer anklickbaren Plattform, auf die du deinen Fuß setzen kannst. Du musst ziemlich viel üben, weil du beim ersten Versuch oft hinfällst und vielleicht nicht ganz verstehst, wie es funktioniert. Aber wenn du es einmal verstanden hast, macht es viel Spaß und im Gegensatz zu einem Skateboard kannst du dieses Ding auch auf dem Gras fahren. Außerdem passen diese kleinen Dinger leicht in einen Rucksack, wenn du in den Urlaub fährst und sie mitnehmen möchtest. Da die Orbit Wheels um dich herum rotieren, kannst du viele Tricks machen und Kurven fahren ist auch gar kein Problem. Wenn du aber stoppen möchtest, leg einfach deine Zehen auf den Boden und du stehst. Nummer 3. Im Jahr 2015 arbeitete die Kommunikationsfirma Verizon daran, ein Auto zu entwickeln, das 1,5 Meter in die Luft fliegen kann, um leichter Staus zu umgehen. Der Jeep Grand Cherokee wird sich auf Knopfdruck in die Luft erheben und genug Platz schaffen, um sich über alle anderen Autos zu erheben und weiterzufahren. Es ist ein beeindruckender Anblick, das zu sehen, und der Jeep hat auch 4 Kameras, so dass der Fahrer klar sehen kann, wo diese Reihe ist, denn es ist natürlich nicht die Absicht, dass man auf einem anderen Auto landet. Hast du jemals davon geträumt, nicht ständig im Stau zu stehen, wenn du zur Arbeit fährst? Dann könnte der Hum Rider etwas für dich sein. Im Moment steht er noch nicht zum Verkauf, aber wer weiß, vielleicht sehen wir den Hum Rider in der Zukunft. Übrigens würde ich mich etwas unsicher fühlen, wenn plötzlich ein großes Auto über mich fahren würde. Du nicht auch? Nummer 2. Eines der größten Probleme für Menschen im Rollstuhl ist es, die Treppen rauf und runter zu kommen. Aber es scheint eine Firma namens Scavo zu geben, die das ändert. Dieser futuristische Rollstuhl hat eine Höchstgeschwindigkeit von 10 km pro Stunde und man kommt ohne Hilfe eine Steigung von 6 Grad hoch. Mehrere Tests haben gezeigt, dass er mit diesem eingebauten Modus fast jede Treppe rauf und runter fahren kann. Du wirst mit Hilfe von Raupenketten rückwärts die Treppe hinaufgeschoben und wenn du oben angekommen bist, kannst du einfach weiterfahren. Du kannst den Rollstuhl auf deine gewünschte Höhe einstellen und er kann auch auf Kies oder Schnee fahren. Es ist auch eine bequeme Sitzgelegenheit und der Fahrer macht im Grunde alles über einen Joystick. Nach dem, was ich finden konnte, wird der Preis etwa 35.000 Dollar betragen. Nummer 1. Wenn du Außerirdische und UFOs liebst, dann wirst du diese fliegende Untertasse auf Rädern lieben. Ein Mann namens Steve Anderson aus dem Bundesstaat Indianapolis ist ein großer Fan von außerirdischem Leben und beschloss eines Tages, ein UFO-ähnliches Fahrzeug zu bauen. Er verwandelte sein kaputtes Geo Metro Car von 1999 in ein fahrendes Raumschiff und das Lustigste ist, es ist sogar auf den Straßen erlaubt. In vielen Fällen werden seltsame Autos gebaut, die nicht zum Fahren auf den öffentlichen Straßen zugelassen sind, aber dieses hier schon. Zusammen mit seiner Frau geht er regelmäßig zu verschiedenen Autoshows und wenn er sich entscheidet, durch die Stadt zu fahren, trifft er oft Leute, die ein Foto machen wollen. Um das Fahrzeug noch extraterrestrischer aussehen zu lassen, hat er einen grünlichen Außerirdischen auf dem Beifahrersitz. Welches Fahrzeug möchtest du ausprobieren? Lass es uns in den Kommentaren wissen. Wenn dir das Video gefallen hat, gib uns einen Daumen hoch. Wenn du mehr Videos sehen möchtest, die wir gemacht haben, dann klicke auf eins auf dem Bildschirm oder schau dir den Kanal an. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.